Nennen Sie Vor- und Nachteile des Dokumenten-Inkassos für den Importeur. Man kann natürlich auch fragen, für den Exporteur. Aber hier ist die Frage für den Importeur. Nennen Sie Vor- und Nachteile des Dokumentinkassos für den Importeur. Vorteile, Nachteile. Bei den Nachteilen sind wir schnell fertig. Es gibt keine Nachteile. Ja, das Dokumentinkasso ist für den Importeur deutlich besser als das Dokumentenakkreditiv. Seine Machtposition ist deutlich besser als beim Dokumentenakkreditiv. Also können wir hier schon mal festhalten, bessere Machtposition als Dokumentenakkreditiv. Und warum? Aus zwei Gründen. Einmal hat er vor Ort Prüfmöglichkeiten, ehe er die Zahlung freigibt. Er kann die Ware prüfen. Und wenn Ihnen ein Lehrer da einfach nur aus dem Lehrbuch vorliest, dass der Importeur am Tresen die Dokumente prüft und dann die Zahlung freigibt, dann hat er keine Ahnung. Ja, natürlich wird der Importeur alle Möglichkeiten ausnutzen, die Ware zu prüfen, ehe er die Zahlung freigibt. Und bei mangelhafter Ware hat er die Möglichkeit der Zurückweisung. Ja, Möglichkeit. Oh, jetzt schreiben wir hier weiter. Der Zurückweisung. Und zwar ohne bezahlt zu haben. Ja, er wird die Möglichkeiten nutzen, die Ware zu prüfen. Und diese Möglichkeiten gibt es. Ja, es ist nicht alles so strikt geregelt wie in Deutschland, sondern in anderen Ländern, anderen Kulturen gibt es dort Möglichkeiten für den Importeur, dass er die Ware prüfen kann. Und wenn die Ware mangelhaft ist, dann hat er die Möglichkeit der Zurückweisung ohne Bezahlung. Und letztlich guckt dann der Exporteur dumm aus der Wäsche. Der hat nämlich jetzt Ware, die er nicht los wird, irgendwo in der Welt und muss jetzt sehen, dass er diese Ware verwertet. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.